Die Patriot Pak 3 holt Jets und Raketen vom Himmel. Die USA, Holland und Deutschland haben dieses System. Die Türkei hat es angefordert als Schutz gegen einen syrischen Angriff. Es geht um eine vorsorgliche und defensive Maßnahme auf dem NATO-Gebiet. Man wolle auf keinen Fall in syrisches Gebiet eingreifen, sondern vorbeugen, falls Syrien türkische Gebiete angreift. Die NATO entscheidet, wie viel holländische oder deutsche oder vielleicht auch US-Systeme wo stationiert werden. Das Patriot-Radar erfasst anfliegende Raketen und Jets. Die mit 8 Raketen bestückte Werferbatterie feuert die Raketen mit 5-facher Schallgeschwindigkeit ab. Hit to kill auf bis zu 45 Kilometer. Ein Näherungszünder zündet sogar noch beim Verfehlen den Splittersprengkopf. Während die Grünen diesen Einsatz grundsätzlich ablehnen, fordern die Sozialdemokraten eine offene Diskussion im Bundestag. Das ist der ordentliche Weg. Ich finde es schon sehr befremdlich, dass wir als Parlamentarierinnen und Parlamentarier aus den Zeitungen erfahren, dass es offensichtlich solche Pläne gibt. Das ist nicht nur unprofessionell, das ist eine grobe Missachtung des deutschen Parlaments. Das ist wohl angekommen. Die Bundesregierung hat zugesagt, die Abgeordneten mit einzubeziehen. Im Gespräch sind 2 Einheiten mit 200 Soldaten.